Ich habe gerade eine fantastische Möglichkeit gefunden, euch zu erklären, was ein Meso ist. Ein Meso, das ist so wie das, was wir hier an einer Zitrusfrucht sehen. So etwas Ähnliches haben wir im Körper. Meso ist die Abkürzung für Mesenterium, für Gekröse. Und das ist eine doppelte Faltung des Bauchfelles. Und in einem Meso, so wie wir es hier sehen, beim Menschen, auch da verlaufen eben Blutgefäße und/oder Nerven. Und das wäre ein klassisches Beispiel für viszerale Faszien. Was zählt jetzt alles zum Meso bei uns im Körper? Zum Beispiel das Mesogastrium oder das Mesoduodenum, Mesojejunum, Mesokolon und so weiter. Hier wäre dann obendran natürlich der Darm und hier ziehen die Blut- und Nervengefäße geschützt eben in dem Meso, in dieser Duplikatur des Bauchfelles zu den jeweiligen Darmanteilen. Das ist aber nicht nur auf den Darm beschränkt, sondern gilt auch für die Fortpflanzungsorgane. Zum Beispiel gibt es auch ein Mesovarium oder eine Mesosalpinx, wo natürlich zum Ovar, zum Uterus auch die Gefäße ziehen würden. Und ich hoffe, ihr könnt euch jetzt ein bisschen mehr unter so einem Meso vorstellen.